Ich erinnere mich. Sie war eine Art Freundin. Mit Freya, der Free Healing Aid Organization, hat sie Menschen das Leben gerettet. Menschen, die vom Konzern und auch von den Tales keine Unterstützung bekommen sollten. Menschen, die irgendwie darauf vertraut haben, dass die Besatzung der Iduna sie rettet. Früher, als ich auf der Grimhex Minern zugehört habe, wie sie darüber geredet haben, sich nicht zu weit von der Hex zu entfernen, damit sie in Reichweite der Klinik bleiben. Diese Angst, sie war real. Da draußen war man vogelfrei. Die Eisenkette der Asteroidengöttel um jeder. Die Crusader Security hat in allen Punkten versagt. Und die Freya-Besatzung ist trotzdem daraus, um in Notfällen zu helfen. Sie scheuten dem Schicksal nicht und zeigten keine Furcht vor einem Überfall, vor Grausamkeit und Verachtung, weil sie Menschen aus der Grauzone verarzten. Sie hat auch mir geholfen, als ich jünger war. Ich ging niemals in diese dreckige Klinik, jedenfalls damals nicht. Diese Metzger und wahnsinnigen Verbreitung von Krankheiten und falsche Hoffnungen. Die Mädels und Freya haben sich wirklich gekümmert. Und jetzt die ganze Besatzung vernichtet. Sie hatte überlebt und wurde geborgen. Die Hydra Thales hat sie allerdings verschlungen. Und Lycosi hat sie erschossen. Triari hin oder her. Warum sollte ich meine Mittel verbergen lassen? Warum sollte ich sie nicht nutzen? Sie war Familie. Sie war ein Teil unserer Heimat. Und dabei war dieser Akt der Skrupellosigkeit ein direkter Angriff gegen mein Blut. Meine Kameraden und jene, die an meiner Seite den Kampf zogen. Java, ich werde dich rächen. Ich habe es versprochen. Und auch wenn das heißt, dass unsere Suche nicht bei Usagi enden wird, jage ich weiter. Ich werde Scorpio Lycosi finden und die Versipellis Seeker zur Strecke bringen. Und das klappt? Ich habe den Signal Beacon überprüft. Er ist soweit sicher und mit einem Signal im Clasher belegt. Wie hoch ist die Strafe für die Nutzung solcher infiltrierender Kommunikationstech? Freiheitsstrafe. Ich will gar nicht wissen, wie lange. Wir synchronisieren die Terrapin hier mit dem Beacon. Auch wenn das vielleicht nicht die sicherste Variante ist, aber uns rennt die Zeit davon. Am überlasse ich nicht hängen. Das erledige ich hier, bevor ich zur Tür zurückkehre. Die SEZ hatte beim Vorbeiflug an Portressa deinen Tracker reaktivieren können. Deine Kräfte wissen nun, dass du aus dem Außeneinsatz zurück bist. Gib Meldung an Sturmoberoffizier Dithilion raus, dass ich binnen einer Woche wieder nach Port Tressler verlegen werde. Nachricht wird versendet. Tracking Stream wird aktiviert. Signalbeacon ist aktiv. Terrapin ist verlinkt. Danke, Echo. Schalte die Com-Ausgabe auf den Scanner-Seed. Sobald Amöbe die Nachricht bekommt, dass wir kommunizieren können, werde ich ihm darüber antworten. Ach, und noch eine Selbstnotierung. Die Terrapin werde ich noch verstecken müssen. Das Schiff werden wir noch umkodieren und neu registrieren. Aber dafür brauche ich Zero. Das hat aber Zeit. Ich werde irgendwie per Anhalter nach Port Tressler fliegen müssen. Von wo auch immer. Das schaue ich dann. Ich kann die Frachtrouten oben bei Microtech listen, jene, die eingetragen und registriert sind. Nein. Wir brauchen einen Frachter, der nicht so viel Aufsehen erregt und von einem Punkt startet, der abgelegen ist. Ich lasse mir da was einfallen, aber das wird schon. Jetzt kommt es ganz darauf an, ob er mir über die Nachricht erhält. Wir finden einen Weg, dich da rauszuholen.